Ich glaube fast, es war das erste Auswärtsspiel mit LR Ahlen damals, das wir mit einer Übernachtung dann übertragen haben. Und die Vorgabe vom Sender war, bloß nicht zu teuer, achtet drauf, es muss günstig sein. Das Internet damals war noch nicht so hundertprozentig wie heute, dass du quasi in jedem Hotel da so einen 360-Grad-Film sehen konntest, wie das Zimmer genau aussieht. Also irgendwie was Günstiges gesucht, in der Nähe vom Bahnhof in Saarbrücken was gefunden. Ja, ihr werdet auch sagen, Bahnhof, naja, gut. Das hat sich tatsächlich dann bestätigt. Es war eine Kaschemme hoch 10, in der ich gelandet bin. Ich muss zugeben, ich hatte das Gefühl, dass die Dame, die sonst Männerempfang in diesem Zimmer hat, mal eben rausquartiert wurde, dass ich da schlafen konnte für die eine Nacht und bin dann wieder raus. Es war eine Katastrophe. Es war ganz, ganz schlimm. Den Namen kriege ich nicht mehr auf die Reihe, aber ich weiß noch, dass es, auch das hätte mich stutzig machen müssen, eine Nebenstraße am Bahnhof war. Der Eingang war schon, ja, Hinterhof so. Also das war schlimm, schlimm, schlimm. Danach ist der Sender so nett gewesen, hat gesagt, okay, dann erhöhen wir mal die Übernachtungspreise, damit ihr da ordentlich pennen könnt. Es sollte in meiner Karriere als Reporter allerdings noch schlimmer gehen als das, was ich in Saarbrücken erlebt habe. Das ist dann wieder eine andere Geschichte in meinen Erinnerungen. Ich sag mal Stichwort Schweinfurt. Wartet mal ab, was ich da erlebt habe. Heute die Erinnerung an eine ganz, ganz schlimme Übernachtung in einem ganz, ganz schlimmen Bums in Saarbrücken.